Jetzt ist es soweit. Ich fange an zu kaufen. Mitten im Bärenmarkt fange ich an, ein Langfristportfolio aufzubauen. Wenn du wissen willst, warum gerade jetzt, bleib dran. Mein Name ist Jens Rabe, Jens Rabe Academy. Und ihr wisst, ich war in den letzten Monaten nicht sehr optimistisch für die Aktienmärkte. Ich habe gesehen, dass die Märkte fallen. Ich habe euch Dinge vorgestellt, wie ihr euch vor Verlusten schützen könnt. Und aktuell, wir sind ja immer noch in einem Bärenmarkt. Aber ich fange jetzt an, mir wirklich ernsthaft Gedanken über ein langfristiges Portfolio zu machen. Was wäre denn theoretisch betrachtet der ideale Einstiegszeitpunkt in ein Langfristportfolio? Ne? Dazu schauen wir uns einfach mal hier den S&P 500 an, und zwar wirklich sehr, sehr langfristig. Und da sehen wir natürlich, wir können es auch noch ein bisschen zusammenziehen. So, das ist natürlich klar, dass wir, wenn die Welt ideal wäre und wir uns das immer so heraussuchen könnten, dann wäre es doch klar, dass wir immer sagen würden, also hier würde ich eins machen und hier würde ich jetzt irgendwie kaufen wollen. Und dann möchte ich wieder hier anfangen, ne, nach dem 87er Crash, und dann möchte ich hier anfangen. Und dann möchte ich hier anfangen und so weiter und so fort. Also immer an den Tiefpunkten wäre der ideale Zeitpunkt, um ein längerfristiges Portfolio aufzubauen. Aber das ist natürlich im Nachhinein immer ganz, ganz simpel. Wir schauen hin und sagen, ja genau, da war der Tiefpunkt. Ne? Und deswegen müssen wir uns mal ein bisschen mit Statistik beschäftigen. Und da könnte vielleicht der ein oder andere schon eine Idee bekommen, warum ist es spannend, sich jetzt mit einem Langfristportfolio zu beschäftigen. Also, fangen wir mal an und schauen wir uns mal als allererstes hier vielleicht an. Wir gehen mal auf diesen Chart hier. Wie sehen denn Bullenmärkte und Bärenmärkte auf? Ich habe ja eine Übersicht von First Trust, Raymond James, eine große Brokergesellschaft aus Amerika. Bullen- und Bärenmärkte seit 1926. Corona-Pandemie ist nicht mehr dabei, aber die schauen wir uns dann gleich noch mit an. So, und da sehen wir also immer erstmal schon eine spannende Sache auf den ersten Blick, ohne auf direkte Zahlen zu gehen, nämlich, können das hier auch gerne mal noch ein bisschen größer machen. So, und zwar sehen wir, dass das Blaue, das sind die Bullenmärkte, und das Orangefarben hier, das sind die Bärenmärkte. Und was fällt uns da als allererstes auf? Die Bullenmärkte laufen immer deutlich, deutlich länger als die Bärenmärkte, und sie sind auch von ihrer Wertentwicklung her deutlich besser als die Verluste in den Bärenmärkten. Also wenn wir uns das anschauen, es geht hier los, 3,7 Jahre 193%, 13 Jahre 800%, 15 Jahre 900%, 6 Jahre 140%, 2,5 Jahre 75%, 12 Jahre 845%, 12 Jahre 816%, 5 Jahre 100%. Und 8 Jahre 281. So, und wenn wir jetzt uns im Gegenteil dazu mal einfach hier diese Bärenmärkte anschauen, dann sehen wir schon, nach 3,7 Jahren Bullen kommen 2,8 Bären. Allerdings ging es da 83% runter. Wow. Ne? So, aber hier dann wieder 6 Monate, 6 Monate, 1,6, 1,8, 3 Monate, 2,1, 1,3. Und die Performance, naja, das sehen wir auch, da ging es schon immer ordentlich nach unten, aber bei Weitem eben nicht das, was nach oben kommt. Es gibt hier eine Grafik, da sieht man das noch ein bisschen besser. Und da ist auch mal aufgelistet die Korrektur während der Corona-Pandemie. Und da sehen wir hier unten mal die Drawdowns. Und das sind also hier diese unteren blauen Balken. Und das geht auch zurück bis ins Jahr 1956. 21%, 28%, 22%, 36%, 48%, 27%, 33%, 19%, 49%, 56% und 33%. So. Und nachdem wir das jetzt wissen, fangen wir mal an und schauen uns mal den S&P von heute an. Also, wir gehen hier mal auf einen Tageschart und nehmen den S&P 500. Und was man, glaube ich, als allererstes verstehen muss, ist, dass ein Bärenmarkt, diese technische Definition, dass immer gesagt wird, ein Bärenmarkt ist ja erst, wenn wir 20% minus sind, ist natürlich Quatsch. Ne? Warum 20%? Könnten doch genauso 17 sein oder 25 oder irgendeine Zahl. Also, das heißt, das ist mal irgendwann, hat es mal jemand so gesagt, und seitdem wird es immer so gemacht. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie weit ist der Markt denn jetzt mittlerweile gefallen? So, und da sehen wir hier vom Hoch zum Zeitpunkt dessen, wo ich das Video hier aufnehme,
ist der Markt in der Spitze 22% gefallen. Das heißt, wir sind also offiziell in einem Bärenmarkt. So, wenn wir das jetzt ein bisschen zusammenschieben, mal gucken, ob wir hier auf die 22 kommen oder auf die 20 kommen, ich lösche es einfach weg und wir machen es nochmal. Also, wo hatten wir hier diese 20%? Die hatten wir hier, ne? Hier waren die 20%. So, und damit wissen wir also schon mal, dass hier jetzt offiziell, auch wenn die Zahl als solches gesehen völliger Quatsch ist, dass wir jetzt in einem Bärenmarkt sind. Aber wir gehen nochmal zu dieser Grafik hier zurück, beziehungsweise hier zu den Drawdowns. Das heißt natürlich nicht, dass diese Drawdowns 20%, 28% und so weiter und so fort jetzt immer erst zählen, wenn wir schon 20% gefallen sind, sondern natürlich immer vom Hochpunkt. Das heißt also, ihr seht es nochmal hier ganz schön, wenn wir sagen, an dem Beispiel jetzt hier, vom Hoch zum Tiefpunkt 1,6 Jahre, 29%. Das heißt also, nach 20% sagen alle erst, wir sind in einem Bärenmarkt. Aber wir sind es natürlich schon viel, viel eher, weil gemessen wird vom Hoch zum Tief. Ne? So, und wenn wir dann jetzt hier sagen, okay, wir haben jetzt eben diese 22%, dann wissen wir einfach vom Blick auf die Statistik, entweder von der oder von der, das spielt überhaupt keine Rolle, dann wissen wir eben jetzt, okay, wir sind in einem Bereich, wo in der Vergangenheit Bärenmärkte geendet haben. Ne? Also wenn wir uns anschauen, 21% auf Fülls, 22% auf Fülls, 19% auf Fülls. Das heißt, wir haben hier ein paar, wo ist das schon erfüllt. Und was ist jetzt das Risiko historisch betrachtet? Noch nach unten, und da können wir ja auch hier die 70er Jahre mitnehmen, ne? Dann wären es jetzt hier, wir sind jetzt 22% gefallen, sind es hier noch 6%, hier sind es noch 14%, hier, oh, da gibt es noch ordentlich was, da gibt es nochmal 26%, hier sind es 5%, hier sind es 11%, hier sind es nochmal fast 28%, hier in der Finanzkrise war es nochmal deutlich mehr, ne? Da sind wir also riesengroß gefallen und so weiter und so fort. Das heißt also, wir sind jetzt an dem Minimum, wo wir sagen, okay, jetzt ist eigentlich alles für einen Bärenmarkt, für einen Crash, wie auch immer man das Ganze auf, bezeichnen will, ist jetzt erfüllt. Und deswegen macht es doch jetzt vollkommen Sinn, mal anzufangen und zu sagen, okay, jetzt fange ich an, mir Gedanken über ein Langfristportfolio zu machen. Ne? So, das heißt, jetzt ist ein richtiger Zeitpunkt für denjenigen, der sagt, ich wollte immer schon mal Geld langfristig in die Märkte investieren. Also deutlich besser als noch vor einem Jahr. Warum? Da waren wir auf Allzeithoch. Das heißt, es war eine perfekte Gelegenheit, um gut zu traden, um gute Sachen zu machen, um aktiv zu handeln. Wer jetzt aber sich Gedanken macht, der weiß, es kann immer noch weiter nach unten gehen. Wir haben keine Ahnung. Ne? Es kann schon vorbei sein. Es kann aber auch sein, wir fallen nochmal 10%, nochmal 20%, nochmal 30%. Niemand weiß das. Aber wir sind in dieser Phase, wo es sich lohnt, sich darüber Gedanken zu machen. So, also das ist Punkt Nummer eins. Und zweitens ist es natürlich so, dass ein Einstieg jetzt wirklich lebensverändernd ist, ne? Sein kann. Wir haben kürzlich ein Webinar gemacht. 1800 Teilnehmer waren da an der Spitze dabei, wo wir darüber gesprochen haben, warum der Bärenmarkt dich reich machen kann, ne? Und klar, die Abwärtsbewegung, die macht dich nicht reich. Aber die danach folgende Aufwärtsbewegung, die macht dich reich. Und da gehe ich nochmal hier mit dir gemeinsam auf diese schöne Grafik und wir schauen uns nochmal an, die Wertsteigerung, wenn es vorbei war. Also 193, 800, 900, 143, 75, 845, 816, 108, 281. So, jetzt nimm her irgendeinen Durchschnitt, ne, und sag 200%, 300%, irgendwas, was da jetzt als Durchschnitt rauskommt. Jetzt überleg mal, wenn du jetzt, und da ist jetzt gar nicht so wichtig, was du jetzt kaufst, ne, da kommen wir dann später mal drauf, aber wenn du jetzt in die Märkte einsteigst und sagst, okay, ich versuche einigermaßen den Tiefpunkt zu bekommen und danach einen Großteil der Strecke, die nach oben geht, mitzunehmen. Und jetzt überleg dir mal, wie viel du Geld aktuell hast. Ne? Und das ist völlig egal, ob du 10.000 hast oder ob du 100.000 hast oder 1 Million oder 10 Millionen. Wenn du dieses Geld in die Märkte reinbringen kannst, in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, weil das kann auch jetzt noch Monate dauern, bis wir unten sind, ne? Dann sind die danach kommenden Wertentwicklungen, die möglichen Wertentwicklungen, an denen du partizipieren kannst, so
exorbitant, dass es lebensverändernd ist. Wenn du heute nur 10.000 Euro hast, ne, da weißt du selber, da bist du kein reicher Mann, aber es sind auch keine reiche Frau, aber es sind 10.000 Euro. Und jetzt überleg mal, wenn das innerhalb der nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre, okay, wenn sich das in den nächsten 10 Jahren verfünffacht, wow, dann machst du aus 10.000 50.000. Das ist doch dann schon mal eine ganz, ganz andere Summe. Überleg dir mal, wie du dich heute fühlen würdest, wenn du 50.000 hättest. Wenn du 100.000 hast, machst 500.000 daraus. Dann ist dieser Traum, ich höre auf mit Arbeiten. Ich kann meine Firma vielleicht runterfahren. Ich kann weniger arbeiten. Ich kann eher in Rente gehen. Ich habe meine Altersversorgung gesichert. Ich kann meiner Familie all das gönnen, was ich mir gönnen wollte. Das ist doch jetzt plötzlich zum Greifen nahe, weil jetzt die Perspektiven einfach sehr, sehr gut sind. Wir hatten in den letzten Jahren extrem gute Performance an den Aktienmärkten. Deutlich über diesen 8-9%, die eigentlich statistisch betrachtet auf lange Sicht herauskommen, im Schnitt. Ne? Und warum kommen die heraus? Naja, weil die Märkte eigentlich niemals diese 8% pro Jahr machen, sondern immer ein Extrem davon. Also entweder deutlich mehr oder aber deutlich weniger. Und dass wir dieses Jahr wahrscheinlich keine 8% plus in den Indizes hinbekommen, das ist offensichtlich. Ne? Gut, es gibt vielleicht immer noch den einen oder anderen, der daran glaubt, dass wir zum Jahresende 8% höher stehen als am Jahresanfang. Ich glaube das nicht. Aber perspektivisch ist es doch so, wenn du von einer sehr, sehr tiefen Basis aus kaufen kannst und dann die nächsten Jahre einen Großteil mitnimmst, ne? Du wirst nicht unten kaufen, du wirst nicht oben rausgehen, aber dass du dann wirklich lebensverändernde Investments machen kannst. Und eine alte Kaufmannsregel sagt, im Einkauf liegt der Gewinn. Und es wird jetzt vielleicht den einen oder anderen wundern, weil er sagt, hey Jens, du sagst immer, man muss Stärke kaufen und so weiter und so fort. Ne? Ja, und ich sage auch nicht, dass man in einem Langfristportfolio, einfach nur die Indizes kaufen kann. Aber selbst das würde wahrscheinlich schon recht gut funktionieren. Ob es dann lebensverändernd ist, ich weiß nicht. Aber wenn du das Richtige machst, wenn du die richtigen Aktien auswählst, wenn du, überleg mal, schon allein, wenn wir uns mal anschauen, wie tief ist denn die Nasdaq gefallen? Die Nasdaq ist schon 30% gefallen, die fällt vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ne? Aber allein, was da für ein Potenzial da ist, weil jeden Tag hören wir jetzt schlechte Nachrichten. Und wir haben ja auf dem Kanal schon vor Wochen gesagt, dass schlechte Nachrichten kommen werden. Wir haben in unseren Live-Calls immer zu unseren Kunden gesagt, hey, wartet auf die schlechten Nachrichten, die werden kommen. Und die werden nicht schön sein. Und in dem Moment fürchtet man sich vielleicht auch davor. Ne, diese ganzen Inflationsgeschichten und Lieferengpässe und Ukraine und so weiter. Und ich sehe es mit großer, großer Freude gerade, wie auf YouTube die Zahlen explodieren von den Kanälen, die den Weltuntergang predigen. Perfekt. Das ist genau das, auf was wir gewartet haben. Ne? Haben wir jetzt schon das Tief? Keine Ahnung. Aber wir sind von der Stimmung her genau richtig. Und wenn ich die ganzen Leute höre, die seit Jahr und Tag den Weltuntergang predigen, und jetzt kommen die alle wieder, und jetzt wird alles wieder ganz schlimm, und jetzt wird alles wieder rausgeholt, die ganzen alten Stories, ne? Da muss ich einfach sagen, mit über 25 Jahren Erfahrung an den Märkten, und zwar aktiven Erfahrung an den Märkten, ich war in diesen 25 Jahren 26, keinen einzigen Tag nicht investiert. Ich habe jeden Tag Geld in den Märkten gehabt. So. Und da weiß ich einfach, wenn die alle jetzt auftauchen wieder, wenn die alle wieder rausgeholt werden, ich warte noch so auf ein, zwei Namen, die es zurzeit nicht gibt, wenn die noch kommen, dann bin ich total happy. Ne? So. Und all die, die uns übrigens noch vor einem Jahr erzählt haben, die neue Welt ist Krypto und Bitcoin und alles ist super und alles wird klasse und Aktien gehen runter und Bitcoin geht dann nach oben, die kommen jetzt wieder mit was anderem, jetzt ist alles komplett im und jetzt geht alles, ich glaube, das muss man wegpiepen. Aber wenn alles, wenn jetzt alles nach unten geht und die Welt komplett untergeht und Horrorszenarien und so weiter und so fort, ne, dann ist es der richtige Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, jetzt im Markt was zu machen. Ob das heute schon ist, ob das in einem Monat ist, das kann ich dir nicht sagen. Und ich sage dir auch an der Stelle hier nicht, und das werdet ihr niemals von mir hören, was wir kaufen werden. Das machen wir, wenn, dann nur in unserer Akademie, dass wir da Dinge durchsprechen. Aber es ist der ideale Zeitpunkt, sich Gedanken zu machen, langfristig in die Märkte zu investieren. Und da halte ich es eben wie schon beispielsweise
André Costolani, von dem ich viel lernen durfte, oder wie Warren Buffett, niemals Amerika vergessen. Ne? Die ganzen Stories, die man uns in den letzten Jahren erzählt hat, dass China so viel besser wird und dass die Emerging Markets alle besser werden und so weiter und so fort. Der große Markt auch für die nächsten Jahre wird und bleibt Amerika. Und da werde ich auch mein Geld wieder hinschaffen, weil es einfach am meisten Sinn macht. Okay, das war ja schon sehr viel Detail. Ne? Also so genau wollen wir es gar nicht machen. Aber es ist der ideale Zeitpunkt. Ich kann dich nur ermutigen und dafür, das soll der Impuls aus dem heutigen Video sein. Mach dir jetzt Gedanken darüber, wie du langfristig in die Märkte einsteigen kannst. Ne? Wie du gerade, wenn du noch nicht in den Märkten bist oder wenn du vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hast, wenn du Verluste gemacht hast, dass du dann sagst, okay, Geschichte ist Geschichte. Was passiert, das ist jetzt weg. Aber jetzt ist ein idealer Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt mache ich mir mal wirklich ernsthaft Gedanken, wie das funktioniert. Und solche Gelegenheiten, wie wir sie jetzt gerade haben, die kommen nicht jede Woche. Die kommen nicht jedes Jahr. Sondern so einen harschen, harten Bärenmarkt, der jetzt schon über 6 Monate andauert, der Aktien teilweise 50, 60, 70, 80% nach unten gebracht hat. Das haben wir lange nicht gehabt. Das hatten wir das letzte Mal in der Finanzkrise. 2008, 2009, das ist sehr, sehr lange her. Da waren die meisten der Zuschauer noch nicht mal an den Märkten. Das bisschen Corona-Gedöns, mal kurz ein paar Wochen runter und dann alles wieder hoch, das war kein Bärenmarkt, auch wenn es als solcher offiziell bezeichnet wird. Jetzt haben wir einen Bärenmarkt. Und da werden die großen Vermögen gemacht. Und deswegen bin ich so optimistisch, deswegen bin ich so begeistert und freue mich über jede schlechte Nachricht, über jeden Untergangspropheten, der jetzt kommt. Hip, hip, hurra, endlich haben die ihre Chance. Und das sind ideale Zustände, um für die Zukunft sich was aufzubauen. Also, die nächsten 5 bis 10 Jahre werden große, große Vermögen verdient werden. Und die Frage ist einfach nur, verdient sie ein anderer oder verdienst du sie mit? Wenn du sie mit uns gemeinsam verdienen willst, dann melde dich bei uns. Dann können wir das gemeinsam machen. Wir können dir zeigen, wie du dich richtig im Markt positionierst, wie du das professionell aufziehst und wie du wirklich in den nächsten Jahren dein Leben dramatisch, deine finanzielle Situation dramatisch veränderst. Denn glaub mir eins, die Welt wird nicht untergehen. Ne? Wenn du das glaubst, wenn du glaubst, die Welt geht unter, dann verkauf am besten alles, geh in die Höhle. Aber wenn du das nicht glaubst, wenn du so ein bisschen Optimist bist, ne, dass die Welt doch nicht untergeht, dann mach jetzt was. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.